In diesem Video schauen wir uns einen besonderen Metallstreifen an, und zwar den sogenannten Bimetallstreifen. Bi steht ja für 2 und das sagt eigentlich schon alles. Es geht um 2 Metalle. Man nutzt aus, wenn die Temperatur steigt, verschiedene Materialien dehnen sich verschieden stark aus, und wenn man in der unteren Zeichnung praktisch beide fest verbindet, dann verbiegt sich das Ganze in dem Fall nach unten, weil sich der obere Metallstreifen stärker ausdehnt. Hier ist ein schönes Beispiel. Das ist eine blinkende Lampe. Und zwar der Glühfaden, wenn der warm wird, öffnet oder verbiegt sich der Bimetallstreifen so, dass er den Stromkreis öffnet. Die Lampe geht aus, es erkaltet sich. Bimetallstreifen wird wieder sozusagen gerade, schließt den Stromkreis, Lampe geht wieder an. Und so weiter und so fort. Heute, ja, Bimetallstreifen vielleicht nicht mehr so gebräuchlich. Früher war der, was weiß ich, ein ganz einfacher Thermoschalter, der, was weiß ich, im Bügeleisen oder so drin war. Oder auch bei der Heizung, und entsprechend, wenn es zu warm geworden ist, das Ganze ausgeschaltet hat, und wenn das abgekühlt ist, wieder eingeschaltet hat. Heute macht man das in der Regel elektronisch, aber nichtsdestotrotz mal eine ganz spannende Geschichte. In diesem Experiment möchte ich einen Bimetallstreifen demonstrieren. Dazu habe ich hier, wenn die Kamera das fokussiert, sieht man 2 Metalle, die hier so mit so Nieten zusammengemacht sind. Und hier, das müsste Kupfer sein und das Nickel. Zumindest stand das drauf. Ja, wenn dem so sein sollte, Kupfer hat einen größeren Ausdehnungskoeffizienten. Biegt sich das jetzt mit Sicherheit nach oben? Wir gucken mal, ob das auch so ist. Ich mache das hier über diesen Brenner heiß. Und mit etwas Glück doch, wenn ich mir das hier von der Seite angucke, sieht man schon eine leichte Biegung. Und zwar nach oben. Hier ist die Biegung jetzt etwas deutlicher. Man sieht, dass sich das Ganze nach oben gebogen hat. So. Jetzt gehen wir mal weiter und schauen uns ein weiteres Beispiel an. Dazu habe ich was vorbereitet. Und zwar dieses schöne Teil hier. Und zwar haben wir hier einen Bimetallstreifen. Und wenn ich hier entsprechend Strom drauf gebe, sieht man, dass der Bimetallstreifen einen Stromkreis schließt. Und zwar den Stromkreis, der diese grüne Lampe zum Leuchten bringt. Und wenn der heiß wird, öffnet er den Stromkreis und schließt einen anderen, der den Ventilator und die rote Lampe zum Leuchten bringen. Probieren wir das Ganze aus. Hier ist noch ein Blech, das soll einfach nur verhindern, dass der Ventilator die Kerze auspustet. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. Die Kerze macht den Bimetallstreifen heiß.
Und der müsste sich dann nach unten biegen. Ja. Jetzt kommt die Kerze. So, jetzt müsste so langsam. Ja, hier oben ist es schön warm über der Kerze. Ja, und jetzt hat sie den Stromkreis sozusagen geöffnet. Das Ganze biegt sich nach unten und müsste jeden Moment den anderen Stromkreis schließen. Ja, funktioniert. Das heißt, hier habe ich praktisch den Bimetallstreifen als Schalter. Gut. Dann habe ich noch ein weiteres Experiment vorbereitet. Stellen wir das mal zur Seite. Und holen diese interessante Wippe. Gleiches Prinzip. Diesmal ist der Bimetallstreifen hier aufgewickelt. Das heißt, wenn der sich ausdehnt, wird die rote Kugel auf die andere Seite befördert. Das verändert den Schwerpunkt und die Wippe wippt. Und dadurch ist jetzt der Bimetallstreifen nicht mehr in der warmen Zone. Das heißt, er wird kalt und dehnt sich sozusagen und bringt sich in seine ursprüngliche Form zurück. Die rote Kugel ist wieder auf der anderen Seite, anderer Schwerpunkt, die bewegt wieder in ihre ursprüngliche Lage. Gut, schauen wir uns das mal an. Dazu entzünden wir die Kerze. So, und man sieht, es geht los. Ich schiebe es mal ein bisschen nach vorne, damit man es besser sieht. So, und jetzt wird der Bimetallstreifen wieder kalt. Jetzt ist er wieder nahe der Kerze, wird aufgeheizt und zack. Und so geht das jetzt immer hin und her, hin und her. Gleich. Tja, und so weiter. So viel zum Thema Bimetallstreifen.